Ich sitze hier auf dem australischen DXP. Das Grundfahrzeug ist das gleiche, wie wir in der Schweiz haben. Im Detail ist es aber ganz anders. Die Taschen zum Beispiel, da haben die Australier gerade vorne dran ihre persönlichen Effektentaschen mit einem USB-Anschluss, um ihr Nattel zu laden. Die Haupttasche ist auf dem Lenker platziert. Da haben sie Briefe drin, die sie verteilen. Da haben sie eine Seitentasche links für die Zeitungen und eine rechts für die unbezahlte Werbung. Ganz speziell ist der Vorderbereich des DXP. Und zwar fängt es an mit diesen Peilstäben. Die haben die Australier überall bei den Lastwagen drauf. Und bei uns haben sie die wirklich so wollen. Es war schwierig mit der Schwenkbarkeit und trotzdem, dass es stabil ist. Sie wollten zum Briefkasten genau anfahren. Ohne die würden sie wahrscheinlich die Briefkasten umfahren. Sie fahren über den Randstein, über den Vorgarten, direkt über die Wiese, unmittelbar von der Briefkasten, gehen die Briefe raus und fahren direkt wieder weiter. Als ich zuerst mal in Tasmania war, ist der Pöschler gerade hergefahren mit seinem privaten Auto und am Front war ziemlich beschädigt. Er hat gerade ein Känguru überfahren und hat sich sehr geärgert, dass er nicht bei der Option den vorderen Schutzbügel gewählt hat bei seinem Auto und dann das Auto nicht beschädigt hätte. Er hat sich dann sehr, sehr gefreut über unseren Schutzbügel, den wir da vorne haben und die starke Front, wobei ich zugegeben, gegen Känguru hilft es glaube ich nicht so viel. Aber wenigstens gegen die kleinen Wombats.